Störe ich, Boris? Ich hoffe nicht, denn dieses Mal bin ich extrem gespannt auf das Geschichtsthema, das wir im Unterricht diskutierten. Es kann nie störend sein, wenn wir über Geschichte sprechen. Ich höre deine Fragen. Beginnen wir mit den Feinden Deutschlands und unseren Beziehungen zu ihnen nach dem 1. März 1941. Oh, die Feinde Deutschlands. Naja, sie wurden auch unsere Feinde, obwohl wir sie nicht direkt bekämpften. Im Dezember 1941 erklärte die Regierung dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten einen symbolischen Krieg. Wie du weißt, gibt es keinen symbolischen Krieg. Aufgrund dieser Tat wurden Sofia und andere bulgarische Städte 1943 und 1944 bombardiert, was zu schweren Zerstörungen führte. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir der UdSSR nicht den Krieg erklärt haben und mit ihr diplomatische Beziehungen unterhalten haben. Eine wirklich interessante Entscheidung der Regierung. Aber haben wir trotzdem Charakter bewiesen oder haben wir alle auf Hitler gehört? Natürlich nicht. Denke daran, dass wir kein besetztes Land waren und unsere Souveränität hatten. Ein gutes Beispiel war die Rettung der bulgarischen Juden. Dimitar Peschew, unterstützt von vielen Regierungsvertretern und Geistlichen, verhinderte die Deportation von Zehntausenden Juden aus den alten bulgarischen Ländereien und rettete sie vor der Einweisung in Konzentrationslager. Das habe ich mir noch gut aus dem Unterricht gemerkt. Das war eine ziemlich kühne Tat. Boris, welche Gebiete haben wir zurückgeholt? Bevor wir am Krieg teilnahmen, war Süddobrudscha schon im Zarenreich, was mit der Intervention der deutschen und der sowjetischen Diplomatie geschah. Durch das Krajowa-Abkommen vom 7. September 1940 gab Rumänien dieses Gebiet an Bulgarien zurück. Nach Hitlers Sieg über Jugoslawien und Griechenland erhielten wir das Recht, Teile Makedoniens zu verwalten. Das Schicksal dieser Ländereien musste nach Kriegsende endgültig entschieden werden. Tatsächlich schien Bulgarien in der Kriegszeit vereint zu sein. Nun, wir können nur vermuten, was passieren würde, aber die Geschichte ist, wie sie ist. Wir hatten keine Zeit mehr, über den Tod von Zar Boris zu sprechen. Ist am Ende bekannt, woran er gestorben ist? Sogar die Ärzte, die den Zaren behandelten, dachten, er sei vergiftet. Als offizielle Ursache wurden eine Thrombose der linken Aorta, Lungen- und Gehirnödeme dokumentiert. Es war seltsam, dass ein scheinbar gesunder und vitaler Mensch innerhalb weniger Tage in eine solche Gesundheitskrise geriet. Selbst wenn er vergiftet worden wäre, würde es lange dauern, bis wir wissen, wer es begangen hat. 1943 gab es Vorwürfe gegen alle Beteiligten der komplizierten Diplomatie. Bulgarien hatte keinen Monarchen und deshalb bestieg der Sohn von Zar Boris den Thron, oder? Nein, Irina. Simeon II. War zu jung. Eine Regentschaft wurde ernannt, um zu regieren, bis der Nachfolger auf den Thron kam. Die Regentschaft bestand aus Prinz Kyrill, General Nikolajew und Bogdan Filow. Oh ja. Wir haben schon oft darüber gesprochen, was ein Regent und was Regenten sind. Nun, was haben die Gegner der bulgarischen Kriegsentscheidung gemacht? Einige von ihnen haben von der Tribüne des Parlaments aus protestiert. Ein anderer Teil bildete 1942 eine Organisation namens Vaterländische Front, die 1943 zu einem Nationalkomitee der Vaterländischen Front wurde. Darunter waren Kommunisten, Landwirte, Mitglieder von Zweno und Sozialdemokraten. Es gab auch eine schwache Partisanenbewegung, die aber mit der in Jugoslawien nicht zu vergleichen war. Denken Sie an die Vaterländische Front, denn sie würde eine entscheidende Rolle für die Kriegswende für Bulgarien spielen. Dann erzähl mir davon. Es hat mit dem 9. September 1944 zu tun, richtig? Was ist dann passiert? Die Standpunkte sind unterschiedlich. Für die Wissenschaftler und die Historiker vor 1989 war dies eine Volksrevolution. Tatsächlich war dies ein Staatsstreich der Vaterländischen Front gegen die Regierung von Konstantin Murajew. Sein Erfolg wurde durch die Rote Armee garantiert, die bereits in Bulgarien einmarschiert war. Denke daran, dass auch die Kommunisten an dieser Organisation beteiligt waren. Timon Georgiev wurde Premierminister der ersten Regierung der Vaterländischen Front. Wir gehen davon aus,
dass nach dem 9. September 1944 der Stalinismus in Bulgarien zuerst mäßig, dann in großem Umfang aufgezwungen wurde, da die reale und die mögliche Opposition beseitigt werden musste. Bulgarien sollte also nicht mehr an den Fronten kämpfen? Irina, Bulgarien hat bis 1944 nicht an den Fronten gekämpft. Du erinnerst dich wohl, dass es dem Regierungsgremium gelungen ist, den Status unseres Landes als nicht kämpfender Verbündeter zu verteidigen. Nach dem Staatsstreich schloss sich unsere Armee der 3. Ukrainischen Front an und kämpfte bereits auf der Seite der UdSSR. Die Kampfroute der Armee reichte bis nach Österreich und Ungarn, und eine der größten Schlachten, in denen unsere Armee teilnahm, war die an der Drau. Sehr interessant. Ich kann die nächsten Lektionen kaum erwarten, um herauszufinden, was im Land unter den nächsten Regierungen der Vaterländischen Front passiert ist. Der Lehrer erwähnte, dass sie ziemlich dramatisch und widersprüchlich seien. Das stimmt.